Schön, dass Sie alle zurück sind. Oder viele von Ihnen zurück sind. Mit diesem Panel, hatte jemand schon gerade gesagt, werden wir nur die Welt retten. Das werden wir wahrscheinlich nicht, aber wir werden zumindest versuchen anzunähern, wie es gelingen könnte. Und dieses Panel trägt ja eine sehr, hat ja keine kleine Ankündigung zumindest. Ich versuche sie hier zu finden und dachte, ich lese kurz etwas daraus vor. Und zwar ging es ja in dieser Ankündigung, dass gesagt wurde, translokale Realitäten mit der Möglichkeit, eine andere, eine nicht-hegemoniale, könnte vielleicht auch sagen, eine Lebensweise zu finden, die dem, was Uli Brandt gerade vorgestellt hat, auch als eine imperiale Lebensweise, die dem andere Ansätze von Lebenswelten gegenüberzustellen und die sich dem verwehren, was Eileen Heller und auch Ulrich Brandt gerade in ihren Vorträgen beleuchtet haben, als einen Ruck in den Autoritarismus mit dem sich verweigern von nationalen Logiken, deswegen eine translokale Brille auf die Welt, also wir verweigern uns nationalen Rahmenbedingungen, sondern wir sagen, es geht um die Verbindung zwischen einzelnen Orten. Und Translokalität ist dementsprechend auch verbunden mit einem anderen Blick auf Globalisierung. Ich könnte mich trauen, etwas flapsig vielleicht zu sagen, die Globalisierung ist längst passé, auch wenn heute Morgen ja auch von Deglobalisierung schon gesprochen wurde, dann würden wir jetzt heute oder jetzt in diesem Panel die Position beziehen, dass bis auf wenigste Ausnahmen sämtliche Territorien des Planeten längst in ein ökonomisches System, das wurde heute auch schon gesagt, insofern haben wir eigentlich gar keinen Dissens, längst in ein ökonomisches System integriert sind, nämlich in das kapitalistische und in das zerstörerische, zu dem es gerade keine nationalen Gegenentwürfe gibt. Und phonologisch nah dran sind dann die Transnationalen als weltweit agierende Konzerne, die in international verrechtlichten Räumen operieren und für die neoliberale Deregulation von Waren- und Kapitalflüssen genauso sorgen wie andersherum für die Bekämpfung menschlicher Bewegungsfreiheit. Und die Protestbewegungen dagegen als Antiglobalisierungsbewegungen sind gescheitert, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen und dementsprechend müssen wir auch mit den Konsequenzen umgehen. Das heißt, und daran führt einfach kein Weg mehr vorbei, wenn uns eine gerechtere Welt ein wahrhaftiges Anliegen ist, dann müssen wir uns mit diesem Verhältnis auseinandersetzen, denn dann bedeutet das, dass wir, ob wir wollen oder nicht, in Verbindung stehen mit Menschen und mit Umwelten, die außerhalb unserer Sichtweite an entlegensten Orten auf diesem Planeten ausgebeutet werden, während wir hier auf deren Kosten doch relativ gut leben. Und mit einer translokalen Brille auf eine solche Gemengelage zu schauen, könnte bedeuten zu fragen, was hat der Wind auf Shark Island, einer Insel im südlichen Namibia, mit der Stahlindustrie in Bremen zu tun, einer Stadt, aus der unser Praktikant Gunnar herkommt. Und was hat die feminizidale Gewalt in Ciudad Juárez beispielsweise mit transkontinentalen Flügen zwischen Frankfurt und New York City zu tun? Und gleichzeitig, das ist natürlich ein Verweis auf die Ausbeutungslogiken und Verkettung, hatte Thomas Gebauer heute Morgen schon gesagt, lasst uns nicht nur die negative Wendung nachvollziehen, sondern lasst uns auch die positive Seite beleuchten. Oder einen positiven Teil der Dialektik vielleicht. Denn gleichzeitig, wenn wir uns an dieser Brille der Translokalität versuchen, dann haben wir auch die Hoffnung, durch eben diese Brille auch emanzipatorische politische Bewegungen und Praktiken zu erkennen, die ohne diese Brille vielleicht nicht sichtbar wären. Das heißt, eine solche Denkbewegung, da spreche ich jetzt als Referentin für psychosoziale Arbeit bei Medico, eine solche Denkbewegung hat auch eine emotionale Komponente in Zeiten wie die Eileen sehr gut skizziert hat, nämlich in den, vielleicht ist es ein Antidot, was wir versuchen,
nach solidarischen Verbindungen gesucht werden, in Zeiten, wo sich viele vielleicht auch politisch einsam fühlen, in denen die Auseinandersetzung mit der Pandemie, mit dem Verhältnis zu Migration oder auch mit den Kriegen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit Bruchlinien entstanden sind, die auch durch nahe Freundschaften gehen, die durch Familien führen und einfach die Fragilität menschlicher Beziehungen und auch menschlicher Psychen freigelegt haben. Bei Medico ist eine solche Praxis dank unserer KollegInnen jahrzehntelang erkämpft, Teil auch des praktischen Handgemenges. Und zum einen zeigt sie leider auch, dass die Zahl der like-minded people auf der Welt doch auch sehr drastisch klein ist. Und auf der anderen Seite aber zeigt es auch, dass es eben die Möglichkeit gibt, immer mit der Notwendigkeit von Kritik und Selbstkritik sich doch auch solidarisch zu verbinden zwischen Orten. Und nach dieser kurzen Einleitung möchte ich Sie kurz in den Ablauf des Panels einweihen. Zum Ersten möchte ich natürlich die Referentin vorstellen, auch wenn viele sie sicherlich schon kennen. In einer ersten Runde möchte ich dann euch jeweils die Möglichkeit geben, nochmal eure Positionen, die wir euch schon zugewiesen haben, beziehungsweise die ihr habt, etwas zu beziehen oder auch zu verlassen, je nachdem. In einer zweiten Runde hoffe ich, dass wir mehr miteinander ins Gespräch kommen. Und in einer dritten Runde möchte ich natürlich auch die Möglichkeit geben, den Raum zu öffnen und mit Ihnen allen ins Gespräch zu kommen. Unsere Panelistinnen haben eine Menge translokaler Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen können, sowohl in der scharfen intellektuellen Kritik als auch in einer gelebten politischen Praxis. Das heißt, das, was wir jetzt hier konzeptuell mit Translokalität oder auch mit der antiimperialen Lebensweise ist auf einer konzeptuellen Ebene sehr abstrakt zum Teil, also sehr krachig und wirkmächtig, aber auch sehr abstrakt skizziert haben, dann nochmal zu konkretisieren. Und ich möchte beginnen in der Reihenfolge, in der Sie auch, in der vorgestellt worden sind im Rahmen des Panels, und zwar mit Katrin. Ulrich Brandt hatte sie heute auch schon fast vorgestellt oder zumindest mehrfach benannt. Katrin Hartmann ist Journalistin und Publizistin und vielen von Ihnen dürften ihre Veröffentlichungen bereits ein Begriff sein. Mit Publikationen wie Grüner wird es nicht oder auch Die grüne Lüge demaskiert sie mit ihrer präzisen und fundierten Kritik die Verflechtung von kapitalistischer Umweltausbeutung mit einem Pseudo-Umweltschutz, in dem sie dann zeigt, wie dieses Greenwashing vernichtende Folgen hat. Nämlich einerseits die Menschen in einer Scheinsicherheit wiegt und gleichzeitig schützende Hilfe dafür gibt, dass die Ideologie des Weiter-so, die den Krisen nicht etwa etwas entgegensetzt, sondern sie gleichzeitig befeuert, immer noch wirkmächtig sind. Und zuletzt hat Katrin Hartmann mit dem Buch Öl ins Feuer, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt, das heute schon gelobt wurde, den Ton angemessen verschärft. Das Buch ist ein Weckruf, mit dem du, Katrin, minutiös zeigst, wie die aktuelle Wirtschafts- und Klimapolitik immer weiter zur Erwärmung des Planeten beitragen und das weltweit, aber eben auch und gerade in Deutschland und vor allen Dingen auch durch Deutschland und durch die deutsche Klimapolitik. Was vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass Katrin und ihre wichtigen Diskursinterventionen auch in Frankfurt mit vorbereitet hat, beziehungsweise ihr Wirken bei der Frankfurter Rundschau begonnen hat. Und als langjährige Begleiterin von Medico ist diese Diskussion dann ein doppeltes Heimspiel. Willkommen. Danke, dass du da bist. Ja, Uta Ruppert ist Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Uni Frankfurt mit dem Schwerpunkt globaler Süden und unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse. Als ehemalige Studierende kann ich über Uta sagen, dass wenn man an der Uni nach kritischen Ansätzen und auch Orientierung sucht, dann ist Uta eine veritable Institution und hat und tut es immer noch unter großen politischen Kraftanstrengungen dafür gesorgt, dass Räume erkämpft und offen gehalten werden, die die Neoliberalisierung der Hochschule massiv angegriffen
beziehungsweise sogar ausradiert hat oder es zumindest versucht. Ja, und der Schwerpunkt Jüdisch-Feminismus, den Uta etabliert hat, den füllt sie nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch, indem sie Plattformen schafft, auf denen dann vor allen Dingen andere sprechen. Mit der Angela Davis Professur des Cornelia Goethe Zentrums, an dem Uta seit 20 Jahren zugehörig ist, hat sie daran mitgewirkt, dass nicht nur Angela Davis selbst in Frankfurt gesprochen hat und gewirkt hat, sondern auch andere wichtige Feministinnen hier sein konnten, aus den Ländern des sogenannten globalen Südens. Und als Feministin und Visionsurflerin bleibt Uta Ruppert keinesfalls bei einer lediglich auf Geschlecht fokussierten Analyse stehen, sondern egal, ob es um globale Ausbeutung, um Krieg oder auch Neo-Extraktivismus geht, Uta Ruppert, ich darf es so sagen, geht es ums Ganze. Sie formuliert den Hauptwiderspruch auch feministisch oder vor allen Dingen feministisch. Und das seit vielen Jahren immer wieder auch in Kooperation und in Diskussion mit Medico. Danke, dass du da bist. Ja, Anne Jung ist Politikwissenschaftlerin. Wahrscheinlich kennen Sie wirklich alle hier. Stell sie trotzdem vor. Vielleicht finden Sie ein neues Detail. Genau. Anne ist Politikwissenschaftlerin und auch während der Pandemie war sie bei Medico zugleich Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und Referentin für globale Gesundheit. Und in dieser Zeit konntest du im engen Austausch mit unseren GesundheitspartnerInnen wichtige ökonomiekritische, vor allen Dingen Kontrapunkte in der deutschlandweiten Debatte zur Pandemie etablieren, die sonst sicherlich komplett vergessen worden wären oder untergegangen wären. Das war nämlich, als der Westen gerade in großer Zahl oder im großen Stil die weltweiten Impfstoffe aufgekauft hat und die von Merkel geführte GroKo, den von Südafrika und Indien initiierten und sogar in den neoliberalen Verrechtlichungen vorgesehenen Waiver torpedierte, mit dem eine Impfstoffproduktion für alle eigentlich in recht greifbare Nähe gerückt wäre. Und mit diesem politischen Gespür wird Anne Jung jetzt auch Sprecherin der Stiftung sein. Ich freue mich, dass du in dieser Funktion dann auch schon hier mit uns auf dem Panel sitzt. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Ramona Lenz bedanken dafür, dass sie dieses Panel und auch das Symposium natürlich als Rahmen mit konzipiert hat. Vielen Dank. Da die Global City Frankfurt ja doch auch immer ein Dorf ist und bleibt, freuen wir uns bei Medico dann, dich als Referentin für Armut der Stadt Frankfurt wiederzutreffen. Und wenn es bei Anne nun bereits Veränderungen gegeben hat, dann sind die Veränderungen, die sich für Jan van Aken seit der ursprünglichen Konzeption des Panels bis zum heutigen Tag ergeben haben, vielleicht wohl noch bemerkenswerter. Jan ist sicherlich fast allen hier ein Begriff. Als promovierter Biologe war er Gentechnikexperte bei Greenpeace, dann Biowaffeninspekteur der Vereinten Nationen, mehrjähriges Bundestagsmitglied für Die Linke, in den letzten Jahren und auch vor allen Dingen seit dem 7. Oktober Friedensreferent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat von Tel Aviv ausgearbeitet. Und bei allen politischen Wassern, die Jan van Aken in diesen letzten Jahrzehnten navigieren musste, beeindruckt mich immer wieder deine, lieber Jan, politische und auch menschliche Integrität. Und nun bewirbt er sich gemeinsam mit Ines Wertner auf den Bundesvorsitz der Linken. Auf deinem Twitter-Profil. Auf deinem Twitter-Profil steht: Chef Friedenstaube, Kandidat für den Parteivorsitz der Linken und mehr Zuversicht wagen. Und linke Politik mit Zuversicht kann man sich hierzulande natürlich nur wünschen, weltweit auch. Und insofern freuen wir uns besonders, dass du trotz aller neuen Verpflichtungen trotzdem Teil des Panels bist und bleibst. Und in diesem Panel möchten wir ja trotz aller Kritik auch Perspektiven der Zuversicht wagen. So, schön, dass du da bist. Und endlich kommt es zu meiner ersten Frage. Nämlich nochmal die der Translokalität.
wenn wir diese Analyseperspektive oder diese Brille aufsetzen, was sehen wir, wenn man aus eurem jeweiligen Schwerpunktthemen schaut? Also was sieht man, wenn man Ökosozialismus oder Gender Justice, globale Gesundheit, Friedensgerechtigkeit als Verbindungslinie zwischen einzelnen Orten denkt, als Verbindungslinie, die ohne Ausbeutung beispielsweise auskommen zu versucht? Welche Kritiken hebt ihr hervor und welche konkreten Beispiele könnt ihr uns nennen, damit dieser Perspektive konkret Genüge getan wird? Und Katrin, ich möchte zuerst dir die Möglichkeit der Antwort bieten. In dem Film Die grüne Lüge, da gibt es eine Szene. Da sitzt quasi du mit deinem Kompagnon im Auto und er sagt: Mensch, Katrin, du bist ja eigentlich eine Spielverderberin. Du sagst ja immer, dass alles schlecht ist, nämlich in deiner Kritik an der Klimapolitik. Und dann sagst du aber: Nee, das stimmt gar nicht. Es ist gar nicht alles schlecht, es ist eigentlich immer nur das Gleiche schlecht. Und was du damit meinst, das würde ich dir dich gerne jetzt erklären. Dankeschön. Es ist übrigens ein drittes Heimspiel, weil ich habe hier auch sogar studiert in Frankfurt. Ja. Was habe ich damit gemeint? Ja, ich habe damit gemeint, dass, und das passt eigentlich sehr gut zu dem, womit ich mich gerade intensiv beschäftige, nämlich mit dem grünen Kapitalismus und Greenwashing. Also man versucht einfach an einem System festzuhalten, das bestimmte Folgen hat und verschlimmert diese Folgen dadurch, insbesondere im grünen Kapitalismus, in dem Rohstoffe gefördert werden, mit derselben Gewalttätigkeit einhergegangen wird. Das ist völlig egal, welche Rohstoffe das sind, wofür diese Rohstoffe verwendet werden. Sie kommen außerdem ja noch zu den Rohstoffen, die sowieso schon gefördert werden, dazu. Lithium ist ganz berühmt, Uli hat das jetzt schon erwähnt. Ich habe insbesondere festgestellt, wie an alten Bestehenden festgehalten wird durch eine Klimapolitik, die sich vor allem mit Scheinlösungen beschäftigt. Also es geht schon lange nicht mehr darum, dass wir CO2 oder andere Treibhausgasemissionen vermeiden wollen. Wir managen sie jetzt. Das nennt sich Carbon Management. Da ist die grobe Idee dahinter, dass man CO2 bei industriellen Prozessen einfängt und unter die Erde pumpen will, was niemals funktionieren wird, wie man sich das so vorstellt. Oder dass man auf dem afrikanischen Kontinent Menschen dazu zwingt, ihre Lebensweise zu ändern, ihre Wälder nicht mehr zu benutzen, damit man diese Wälder in den Zertifikathandel einbeziehen kann. Das sind also diese Scheinlösungen, die nicht nur nichts bringen werden, sondern die auch die noch größeren Schaden anrichten. Und sie richten diesen Schaden natürlich selbstverständlich nicht nur am Klima an und nicht nur an der Umwelt, sondern sie betreffen immer auch Menschen. Und wenn ich in meiner vielen Arbeit, langjährigen Arbeit was gelernt habe, dann, dass diese Umwelt und die Klimakrise nicht einfach eine ökologische Frage ist, sondern es ist zuvorderst eine soziale Frage. Diese Fragen lassen sich nicht voneinander trennen, werden aber immer voneinander getrennt, indem diese Scheinlösungen ja niemals die soziale Frage beantworten, sondern letztlich nur dazu führen, dass der Kapitalismus, so wie er ist, weitergehen kann. Was ich jetzt aktuell für meine Recherchen gesehen habe, war so ein bisschen anders als das, was ich davor gemacht habe. Davor habe ich ja diese klassischen Recherchen, was richtet die imperiale Lebensweise hier im Norden, im globalen Süden an, beim beispielsweise Palmölanbau in Indonesien. Ich bin diesmal in die USA gefahren und habe da zum ersten Mal gesehen, dass dort das Verhältnis anders ist. Der Kapitalismus, der immer ein Außen braucht, das, was wir kennen, ist, das Außen ist im globalen Süden verortet, an der Golfküste in Texas und Louisiana in den USA, wo die Öl- und Gasindustrie sitzt und dort ständig sich erweitert, da ist das Außen vor der Haustür der Menschen. Befinden sich die sogenannten Sacrifice Zones, die Opferzonen, in denen Menschen leben, insbesondere People of Color, arme Menschen, die direkt neben den fossilen Anlagen, neben den Raffinerien, neben den petrochemischen Fabriken sitzen und dort dem Gift ausgesetzt sind. Diese Erweiterung betrifft auch uns hier, also dort stehen auch die Exportterminals für das Flüssigerdgas, das nach Deutschland exportiert wird. Und
das ist ganz erschütternd zu sehen. Also die Bilder sind erschütternd, also man sieht da wirklich Spielplätze und hinten wachsen die Kolonnen und die Tanks und die Schornsteine in den Himmel. Man fährt nachts durch die Gegend, dann sieht die Flares aus den Schornsteinen. Man hat auch die ganze Zeit Augenbrennen und Halskratzen, weil man die Krise spürt. Gleichzeitig ist diese Region auch der Klimakrise ausgesetzt. Also die Hurricanes nehmen zu, sie werden immer stärker und die Wetlands werden dadurch immer weniger der einzige Schutz, den es dazu gibt. Und dort, um das abzurunden, weil es auch dort etwas Positives gibt, ist, dass sich dort eine Bewegung entwickelt, eine Graswurzelbewegung aus den betroffenen schwarzen Communities raus, in der sogenannten Cancer Alley, kommen wir ja nachher vielleicht noch sogar nochmal drauf, die sagen, wir lassen uns nicht mehr länger vergiften, die sehr, sehr erfolgreich ist, weil sie Menschen anspricht, nicht über den Umweltschutzgedanken, sondern über ihre Körper, über ihre verletzten, kranken Körper. Also es geht dort direkt ums Überleben oder auf der anderen Seite die Hurricane-Hilfe betreiben und daraus lernen, wir können nicht ständig irgendwie unsere Dächer mit Plastik abdecken oder uns Essen verteilen, sondern wir müssen die Klimakrise bekämpfen. Und viele von den Menschen kommen auch aus der Ölindustrie selbst. Also es ist auch noch so eine Art ökologische Arbeiterbewegung dazu. Und die verbindet sich gerade in dieser LNG-Geschichte mit Deutschland. Und das würde ohne einander gar nicht gehen. Auch das habe ich festgestellt. Ich war in den LNG-Ausbaugebieten in Deutschland auch unterwegs. Und dort gibt es einen ganz engen Austausch mit den Menschen vor Ort in den USA und auch in anderen Ländern übrigens, woher LNG kommt, um zu sagen, wir müssen das gemeinsam bekämpfen. Das geht uns alle an. Es kommt von euch, es kommt zu uns. Es richtet global einen großen Schaden an. Und dort gibt es gemeinsame Einwendungen und all diese Dinge und vor allem eine große Solidarität. Und das ist was sehr, sehr Schönes zu beobachten, denn das macht einfach so deutlich, wir brauchen einander. Und das ist wirklich tatsächlich auch in Teilen jedenfalls erfolgreich. Ja, dann hast du das Versprechen eingehalten, in Teilen erfolgreiche Bewegung. Damit dachte ich, könnte Uta direkt anschließen, denn du sagst, Katrin, Kapitalismus braucht ein Außen und Sacrificed Zones. Du sagst aber auch, dass Bewegungen schwarzer Feministinnen beispielsweise es geschafft haben, so viel Gegenmacht zu entwickeln, dass sie auch den Aufbau von Ausbeutungsinfrastruktur, die massiv schädigend ist, abwenden können. Und ja, Uta, mit den Süd-Süd-Feminismen, da gibt es dieses Außen zwar nicht, also da gibt es quasi in der Bewegung kein Außen. Und da hast du mit Bewegungen kooperiert, die auch ganz stark und ganz wirkmächtig sind. Plus, heute Morgen gab es schon ganz viele Steilvorlagen, wo ich dachte, darauf muss Uta reagieren. Also Petromaskulinität beispielsweise oder im Vortrag von Eileen, wo war klar war, es gibt einen erstarkenden Antifeminismus in Deutschland mit der Autoritarismusstudie angezeigt, aber eben auch weltweit. Und da dachte ich, es braucht antipatriarchale Antworten. Gut. Ja, die gibt es zum Glück und die gibt es schon ganz lange und deshalb, ich würde gerne einen kleinen Schritt zurückgehen und nicht jetzt irgendwie direkt bei den Bewegungen anfangen, über die ich gleich noch was sage, wo sich die Dinge wirklich sehr gut verknüpfen, sondern ich habe gedacht, ihr habt mich ja als Unipflanze hierher geholt und ich mache jetzt das, was auch ein bisschen zu meinem Geschäft gehört und gehe nochmal an den Begriff des Translokalen und versuche zu zeigen, was der eigentlich irgendwie per se an Gegenperspektive stellt. Da kann man so ein bisschen sehen, ich bin Sozialwissenschaftlerin, Jule ist auch Humangeografin. Du betonst, wenn du über das Translokale sprichst, die Verbindung von Orten. In der sozialwissenschaftlichen Perspektive würde ich sagen, es geht vor allen Dingen um die Akteurinnen und dass diese Perspektive per se eine ist, die die Akteurinnen von unten nach vorne stellt. Translokal, transnational, international, irgendwie
hört es sich nicht so an, nicht nur so an, sondern in der Tat ist es eigentlich auch irgendwie alles das Gleiche. In den Unis ringen wir aber um die genaue Korrektheit der Begriffe, um irgendwie die Komplexitäten und die Widersprüchlichkeiten der Realität so ganz exakt beschreiben zu können. Und da ist es mit diesem Translokalen der letzte Begriff, der in der Kette auftaucht. International haben wir angefangen, transnational haben wir weitergemacht. Translokal ist also in meinem Fachgebiet jetzt, in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie, aber auch in der Migrationsforschung ein Begriff, der tatsächlich stark in den feministischen Debatten geprägt worden und nach vorne gebracht worden ist. Lateinamerikanische Feministinnen wie Sonia Alvarez zum Beispiel, feministische Netzwerke, die genau das, nämlich die Beteiligung der Akteurinnen von unten, betonen und nach vorne stellen, die haben diese Begriffe geprägt. Ich selbst habe ganz viel über transnationale Feminismen gearbeitet und dabei ist es mir immer wichtig zu sagen, wenn wir genauer hingucken, dann wissen wir, es gibt das alles, worüber wir jetzt reden, für uns sichtbar, beobachtbar, gut nachgewiesen, mindestens seit dem 19. Jahrhundert, nämlich tatsächlich seit dem Beginn der Vernetzungen antikolonialer Bewegungen und Widerstandskämpfe, die zum Beispiel in der Forschung über Panafrikanismus, und zwar den Panafrikanismus um 1900, wirklich um die Jahrhundertwende. Daraus wissen wir, da waren Frauen und nicht einfach nur Frauen als Frauen, sondern Frauen mit feministischen Positionen, Ideen und Politikansätzen ganz, ganz maßgeblich. Die haben zum Beispiel auch sehr früh Verknüpfungen hergestellt, die antikolonialen Widerstandsbewegungen und darin vor allen Dingen die Frauen, die für Frauenrechte gekämpft haben, mit den Bürgerrechtsbewegungen in den USA. Also es gibt irgendwie lange Wurzeln solcher Kämpfe. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Namen kennt, eigentlich ist sie eine ganz berühmte Figur, Claudia Jones, die eine der wichtigen kommunistischen Vorkämpferinnen in den USA gewesen ist, die zum Beispiel, die hat ganz stark diese Vernetzungen mit den antikolonialen Kämpfen betrieben. Das ist eine Person gewesen, die in der McCarthy-Ära brutalst verfolgt worden ist, aus den USA ausgebürgert worden ist, also nach Großbritannien exiliert wurde, dort einen nicht einfachen Tod gestorben ist. Die hat in den 30er Jahren bereits das skizziert in ihren Reden und Arbeiten, was wir heute in der kritischen Gender-Perspektive unter Intersectional Justice verstehen, nämlich Intersektionalität als eine Perspektive, in der es immer darum geht, Unterdrückungsverhältnisse im Kapitalismus eben nicht nur als Klassenverhältnisse zu sehen, zu verstehen, sondern immer in der Trias der Unterdrückungsverhältnisse aus Race, Class und Gender. Und bereits Claudia Jones hat uns gesagt, dass diese Verhältnisse zu bestimmten Zeiten und an konkreten Orten der Weltgeschichte jeweils spezifisch miteinander verschränkt sind. Das heißt also, Unterdrückungsverhältnisse sind eben nicht in dem Sinne universal, dass sie überall auf die genau gleiche Art und Weise funktionieren, sondern dass sie je nach Gegebenheiten nicht nur differenziert zu betrachten und zu verstehen sind, sondern auch differenziert wirken. Und genau das ist ja das, was in diesem Begriff der Translokalität heute wieder aufschaut. By the way, das ist wirklich nur eine Randbemerkung, auf die Arbeiten von Claudia Jones bezieht sich dann Angela Davis, wenn sie in den 80er Jahren das erste ganz wichtige Werk über Women, Race and Class hervorbringt. Das heißt, so ein ganz grundlegendes Charakteristikum der politischen Kämpfe von Translokalität ist es, dass es um Kämpfe von People of Color geht. Please notice, das hat auch was mit uns hier zu tun und dass darin Women of Color nochmal eine andere Position oder eine wichtige Position beschreiben, einnehmen. Basisbewegungen von unten also und viel weniger die großen Bewegungen wie Greenpeace oder Amnesty, sondern genau solche Zusammenschlüsse, wie Katrin sie jetzt beschrieben hat, historisch und aktuell. Das heißt also, translokale Gegenentwürfe zur imperialen Lebensweise
müssen wir weder neu erfinden, noch müssen wir besonders intensiv danach suchen, sondern wir müssen sie gegebenenfalls auffinden, da wo sie sind, da wo sie sich auf eine bestimmte Art und Weise zusammensetzen. Und das ist ja auf der anderen Seite genau das, was Medico seit Jahrzehnten macht. Es geht genau um die Gruppen, um die Akteure, um die Zusammenschlüsse, die für euch sozusagen die organischen Ansprechpartnerinnen sind und mit denen ihr überall auf der Welt zusammenarbeitet. Und dabei sind die feministischen Kämpfe nicht nur in dem Sinne bedeutsam, als sie quantitativ eben wirklich ein großes Bündel der Kämpfe umfassen, weil sie in allen Bereichen, sie finden in der Umweltpolitik statt, sie finden in Gesundheit, Bildung, Arbeitsrechten, überall da haben wir natürlich Frauenkämpfe, die von Frauen als Akteurinnen getragen werden. Das hat bis heute so viel damit zu tun, dass Frauen als diejenigen, die nach wie vor die Care-Arbeit leisten oder die Hauptverantwortung dafür haben, ihre politischen Kämpfe oft auf ihre konkreten Lebenserfahrungen aufbauen und dadurch häufig kontinuierlicher einerseits, andererseits tatsächlich aber auch radikaler und inklusiver als viele andere Bewegungen kämpfen. Das ist ein altes Argument der feministischen Debatte und es ist aber eines, von dem ich finde, dass es also nach und nach immer deutlicher wird, was für einen Bestand es hat, dass diese Kämpfe deshalb auf eine andere Art oft erfolgreich sind, weil sie in den Alltagspolitiken verwurzelt sind und weil von den Alltagserfahrungen aus dann die Radikalisierungsprozesse stattfinden. Und das ist, also Umweltkämpfe von Frauen, das wissen wir tatsächlich sehr genau aus der Forschung seit dem Umweltgipfel 1992 in Rio, das heißt sind mehr als 30 Jahre, ja, dass die ganz oft so entstehen, beispielsweise, dass Frauengruppen sich organisieren, um Müllbeseitigung zu organisieren, die staatlich nicht geleistet wird. Und von da aus geht es dann ganz oft ganz rasch, dass die Vernetzung so funktioniert, über die Müllbeseitigung wird Armut zum Problem. Über Armut wird Ausbeutung zum Problem. Über die Ausbeutungsverhältnisse stehen dann aber auch die alltäglichen Gewaltverhältnisse als Geschlechterverhältnisse auf dem Programm. Und so kommt es dann tatsächlich zu Formen von umfassender Politisierung und zu Ansätzen von sozusagen dem, was wir dann heute als intersektionale Perspektive, die dem Kapitalismus klar entgegentritt, dass die sich entwickeln. Und das Verrückte ist, also diese 30, 35 Jahre alte bekannte Perspektive, die wiederholt sich immer wieder. Ich habe im Sommer eine Kollegin aus Sao Paulo zu Gast gehabt, Jeanette Nazareth, die ein Frauenkollektiv in Salguero aufgebaut hat, das 9 Favelas miteinander verbindet. Und die hat bei uns an der Uni einen Vortrag, einen gut besuchten Vortrag gehalten, den sie auf Brasilianisch gehalten hatte, der übersetzt werden musste. Und meine Befürchtung war eigentlich, an ihrer persönlichen Geschichte genau von dem gesprochen. Müllvermeidung war der Ausgangspunkt. Unglaublich viele Frauen haben sich von ihren gewalttätigen Ehemännern getrennt, haben aber gemeinsam miteinander irgendwie solidarökonomische Perspektiven des Wirtschaftens entwickelt, haben irgendwie also Formen von Kritik und Intervention ins Gesellschaftliche entwickelt, so wie ich sagen würde, wie wir das im Prinzip in feministischen Kontexten seit Jahrzehnten diskutieren. An diesem Bericht, das ist das, was für mich darin sozusagen das Schönste und das Wichtigste war, hat die so unglaublich viele junge Frauen aus dem Publikum, die da waren, aber auch junge Männer, so begeistert und mitgenommen. Und das, obwohl es über die Übersetzung eigentlich eher ein komplizierter als ein einfacher Verständigungsprozess gewesen ist, dass ich dachte, daran lässt sich durchaus ablesen, dass es in Zeiten, in denen diese Prozesse, von denen wir heute früh gehört haben, die auch durchaus an der Uni stattfinden, ja, aber dass es durch also solche Vorlagen immer noch möglich ist, Interesse, Faszination und Begeisterung hervorzurufen. Und ich glaube, dass, also was diese jungen Zuhörerinnen verstanden haben, das war genau dieser Zusammenhang aus Alltagspolitik, aus denen langfristig tragfähige Praxen und eben auch dann Praxen der Solidarität entstehen. Intersektionalität und Solidarität
ist ein Wechselverhältnis. Ohne das eine kann das andere langfristig nicht funktionieren, glaube ich. Ja, Alltagspraxen, in denen Solidarität entsteht, und zwar über das mehrfache Betroffensein. Man kann auch gar nicht die Verhältnisse so aushalten, sie sind unaushaltbar und man muss dem etwas entgegenstellen. Von 1992, Rio, bis heute, und du hast gesagt, immer in, Machtverhältnisse sind nicht universell in dem, wie sie wirken oder wie sie sich artikulieren, und die Antworten darauf sind aber auch immer aus den Situationen und aus den Orten artikuliert. Und jetzt ist natürlich, die Pandemie war kein Alltag, sondern die Pandemie war, das erinnern sich sicherlich alle, ein Bruch in der Weltgeschichte, für uns zumindest. Und ja, du hattest auch gesagt, Uta, dass diese alltägliche Solidarität auch eine Praxis ist, die Medico eh schon macht. Das ist natürlich ein großes Kompliment. Und da möchte ich auch an Anna, an dich jetzt weitergeben, als Replik darauf aus der Perspektive der globalen Gesundheit, die gerade die Pandemie erlebt und ich weiß nicht, ob man sagen kann, überstanden hat, denn es folgen weitere Pandemien, der Armut, der Militarisierung. Genau. Ja, vielen Dank, Jule. Ich nähere mich der Dringlichkeit des translokalen Handelns auch in der Gesundheitspolitik mit einer kleinen Frage, nämlich was das Abstimmungsverhalten der Länder des globalen Südens zum Ukraine-Krieg bei der UNO mit Covid zu tun hat. Ein Blick auf die Presse unzähliger afrikanischer Länder verrät die Antwort, vom kenianischen Star bis zur südafrikanischen Mail and Guardian in Südafrika, antwortete man mit einer anderen Frage oder mit einer Gegenfrage: Why should we trust you? Und ich glaube, dass wir die Folgen dieses Handelns während der Pandemie gerade erleben in allen globalen Konflikten, um die es jetzt hier nicht zu allervorderst geht, und dass man die globale Tragweite gar nicht hoch genug einschätzen kann. In den Medien wurde dann, des globalen Südens wurde dann betont, dass Europa in der Pandemie mit einer solch aggressiven Macht- und Wirtschaftspolitik den Tod Hunderttausender damit verantwortet hat und damit das Selbstbild, das natürlich nie wirklich der Wirklichkeit entsprochen hat, nämlich Europa als Friedensmacht, Europa als Verteidigerin der Menschenrechte zu etablieren, komplett verspielt hat. Und das heißt also, dass wenn ich jetzt über Covid spreche, spreche ich eigentlich nicht über Covid. Das geht darum, die Mechanismen des politischen Handelns sich nochmal zu vergegenwärtigen, um dann zu gucken, wie auch Antworten aus den sozialen Bewegungen daraus ausgesehen haben oder aussehen müssten. Die ungleiche Verteilung von Macht sowie soziale und politische Ausschlussmechanismen wurden also auf brutale, auf tödliche Weise ausgespielt. Und das Interessante ist, dass inmitten der größten Gesundheitskatastrophe, die wir zumindest bislang erlebt haben, nicht nur mit Business as usual geantwortet wurde, was wir ja kennen, dass man denkt, der Markt wird es regeln, es wird einen Trickle-Down-Mechanismus geben und so weiter, sondern dass das weiterging, dass sogar das Leben auch der Menschen im reichen Norden gefährdet wurde, um eine bestimmte Politik des Marktneoliberalismus fortzusetzen. Und das war aus meiner Sicht nochmal eine Steigerung, die sich eben manifestiert hat in der Weigerung, die Impfstoffpatente freizugeben. Das heißt, dass wir es zu tun hatten mit einer Situation, wo es Initiativen gegeben hat. Jule hatte schon eine erwähnt, bei der WHO angesiedelt, später, als das nicht möglich war, dann bei der Welthandelsorganisation,
wo vor allen Dingen die Länder des globalen Südens, und das war kein Zufall, die haben das nämlich nicht gemacht, weil sie so arm sind, sondern sie haben das gemacht, weil sie wussten, was auf uns zukommt. Durch Erfahrungen mit vorangegangenen Epidemien wie HIV/AIDS, aber auch mit lokal begrenzten Epidemien wie Ebola, dass damit klar war, dass man nicht mit den üblichen Antworten um die Ecke kommen kann. Sie wurden aber eben in ihrer Expertise nicht ernst genommen. Und es gab einen Mechanismus, in dem vor allen Dingen die Bundesregierung innerhalb von Europa die federführende Kraft war, zu verhindern, hier ein Umdenken stattfinden zu lassen. Wir hatten es zu tun mit einer, wie ich auch rückblickend noch sagen würde, fanatischen Entschlossenheit, die kapitalistischen Kernprinzipien aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass die Welt sehen kann, dass eine nicht profitorientierte Gesundheitspolitik erfolgreich sein könnte. Das heißt also, die Aufrechterhaltung des Kapitalismus war wichtiger als die Gesundheit der Menschen. Und ich glaube, dass man sehen kann, dass diese Politik, gegen die es durchaus einen Widerstand gegeben hat, also wir hatten ja sozusagen den Auftrag, auch nochmal über soziale Formierung zu sprechen. Und ich fand es heute Morgen ganz bezeichnend, dass ich erst nochmal ein kurzes Gespräch führen musste mit meinem Kollegen Andreas Wulff, um mich selber daran zu erinnern, wie breit diese Bewegung war, die ich eigentlich so ein bisschen kleinreden wollte, um das nicht zu überhöhen und zu sagen, wie viel Widerstand es gegeben hat. Aber es gab eine Bewegung, die war global, die hat miteinander sehr eng gearbeitet, die ging bis zum Papst. Es gab eine riesige Gruppe, Nobelpreisträgerinnen, auch Forscherinnen und Forscher in aller Welt war sich einig, dass ein ganz wichtiger Fokus für die Lösung der Pandemie wäre, die Impfstoffpatente freizugeben und es trotzdem mit aller Gewalt verhindert wurde. Wichtig aber für unseren Rahmen, wenn wir hier über translokale Kooperationen und Möglichkeiten des translokalen Handelns sprechen, ist aber für mich ein anderer Punkt. Wir haben nämlich damals in den sozialen Kämpfen erlebt, dass diese Politik, die ich gerade beschrieben habe, auch Wirkung hatte für die Organisation der Bewegung selber. Wir haben in unserer Vorbereitungsrunde einmal gesprochen über die verbindende Kraft der gleichen körperlichen Erfahrung. Katrin hat darauf Bezug genommen, aber auch du, Uta. Und am Beispiel der Kampagne zur Freigabe der Impfstoffpatente war diese körperliche Erfahrung etwas Trennendes und nicht etwas Verbindendes, weil dort Leute zusammengearbeitet haben, wo ganz klar war, es gibt solche, die haben den Impfstoff und es gibt die, deren Leben aufs Spiel gesetzt wird. Und wir lebten in dem Land, die das veranlasst und durchgesetzt haben, dass das so ist. Das hat die Bewegung sehr geprägt. In vielen Gesprächen mit Mark Haywood beispielsweise, einem ganz jahrzehntelangen Gesundheitsaktivisten aus Südafrika, ist diese Ebene, wie diese körperliche Erfahrung auch zu einer politischen Einsamkeit führt, immer wieder benannt worden. Und damit gibt es eben ein Wechselverhältnis auch von Protesthandeln zu dem, was uns vorgegeben wurde und was wir eben versucht haben zu bekämpfen. Und ich glaube, diese Verschränkung muss man sich vor Augen führen, weil sie Auswirkungen haben muss, auch auf die Weise, wie wir uns hierzulande organisieren. Ein letzter Gedanke noch dazu. Sandro Mazzadra und Brad Nelson haben sehr treffend darauf verwiesen, dass die Herausforderung der heutigen Zeit auch darin besteht, ich zitiere sie mal, den globalen Raum auf neue Weise zu denken. Und zwar so, dass die translokalen Potenziale selbst in noch so kleinräumigen Kämpfen herausgearbeitet werden.
Es gilt also, so sagen Sie, die Ortsgebundenheit politischen Handelns mit einem Blick zu kombinieren, der die Verbreitung und Resonanz über die jeweiligen Grenzen eben dieser Kämpfe hinaus avisiert. Aus meiner Sicht heißt Ortsgebundenheit für uns hier, einen Beitrag zu leisten, und darin muss aus meiner Sicht die Erfahrung einer Pandemie und der Kämpfe, die dort stattgefunden haben, weitergedacht werden, sich weiter einzusetzen für die Dekolonialisierung der globalen Gesundheitspolitik, von der wir weit entfernt sind, welche Macht das Wissen über beispielsweise die Produktion von Impfstoffen hat, erleben wir jetzt gerade eben in der, bei Mpox, ein Thema, was sehr viel weniger Aufmerksamkeit bekommt, weil es eben noch regional eingegrenzt ist. Es verweist aber auch darauf, dass es immer um mehr gehen muss als um die Bereitstellung von Medikamenten, sondern dass es darum geht, in diesen transnationalen Kampagnen, du hast ja noch eine Frage im zweiten Teil dazu, da kann ich dann nochmal genauer drauf eingehen, immer auch die Frage, weiteren Fragen von Ökonomie mit zu berücksichtigen. Es geht nämlich um den Aufbau von Gesundheitsnetzwerken, von Gesundheitsstrukturen, von einer globalen Gesundheitspolitik, die eben an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist und nicht an Gewinn. Und die zweite Folge, die ich jetzt nicht weiter ausführen kann, die aber ebenso bedeutsam ist, ist die Frage der Strukturen. Das heißt also, wäre die Frage zu diskutieren, ob auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, ein solcher Ort translokalen Handelns sein könnte. Wir haben jetzt gerade in den Verhandlungen um den Pandemievertrag erlebt, dass es das gerade nicht ist, in dem Sinne, wie wir das gerne hätten, sondern dass in einer ähnlichen Weise verfahren wird, wie wir das schon zur Pandemie erlebt haben. Aber dieses Wechselverhältnis, die Anrufung auch dieser suprastaatlichen Strukturen nicht aufzugeben, sondern darauf zu beharren, sie auch in Verantwortung zu nehmen und das im Wechselverhältnis zu betrachten zu der Organisierung von sozialen Bewegungen, sei es im Gesundheitsbereich oder auch in allen anderen Themen, über die wir jetzt hier sprechen, ist aus meiner Sicht unabdingbar. Jetzt liegt schon ganz schön viel auf dem Tisch. Jan, ich möchte gleich an dich übergeben. Kein leichter Stand, also in einer Welt, über die Anne sagt, in der Pandemie war die Aufrechterhaltung des Kapitalismus wichtiger als die Gesundheit der Menschen auf der Welt. Uli Brandt hat heute Morgen gesagt, wir leben eigentlich in Zeiten, in denen der Untergang der Welt eher vorstellbar ist als das Ende des Kapitalismus. Wir leben auch in einer Welt, in der Kriegsgeschehen an verschiedenen Orten neu entflammen. In einer Welt, die gerade eine Kriegsökonomie hat, in einem Deutschland, das sich militarisiert und eine Kriegsökonomie etabliert, mit einer bedeutsamen Verrohung auch in der Gesellschaft. Und da braucht es Friedensexperten wie dich. Wir wissen auch, dass du von verschiedenen Orten der Welt tätig warst, dass du mit verschiedenen Bewegungen in naher Verbindung, in nahem Austausch steht, und wir sind gespannt, was für translokale und auch positive Beispiele, in denen Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht aufgebaut werden können, und auch was für eine Kritik du mitbringst natürlich. Ja, danke. Ich meine, es fällt jetzt wirklich schwer, über Krieg und Frieden zu sprechen. Ihr drei habt über Gewalt gesprochen, Gewalt in allen ihren Variationen, und da ist die Gewalt, wo auch eine Bombe explodiert oder ein Gewehr abgeschossen wird, nur eine andere Art von Gewalt, und deswegen ist es ein bisschen schwierig, das abzutrennen, weil es geht hier um die Gewalt auf allen verschiedenen Ebenen. Aber ich beschränke mich jetzt doch mal auf das, was wir Krieg und Frieden nennen, also wo es um Explodieren geht, wo es um Armeen geht und so weiter, also diese Art von militärischer Gewalt. Und ich habe mich ja sehr viel mit den Fragen beschäftigt, was gibt es denn für Alternativen? Ich war immer gegen Auslandseinsätze, gegen Waffenlieferungen, gegen Waffenexporte und so weiter, habe mir immer die Frage gestellt, was dann? Ich bin ja Internationalist.
Translokalist vielleicht auch, aber ich habe endlich verstanden, was das ist. Aber Internationalist bin ich auf jeden Fall auch. Deswegen stehe ich natürlich immer an der Seite der Unterdrückten, der Ausgebeuteten und Angegriffenen. Und wenn ich dann diese militärische Lösung verweigere, finde ich, brauche ich eine andere Art von Antwort. Und das habe ich versucht, in dem Buch aufzuschreiben, was ich gerade veröffentlicht habe, Worte statt Waffen. Da gibt es nämlich Antworten auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das fängt an mit Opferarbeit, das fängt an mit ziviler Krisenprävention, geht über Wirtschaftssanktionen und Blauhelme und Waffeninspektionen und Friedensverhandlungen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und in jedem Kapitel habe ich dann immer überlegt, was könnte jetzt eine Bundesregierung im optimalen Fall, was könnte eine Bundesregierung tun, um solche zivilen Ansätze einer Friedenslösung oder Gewaltverhinderung zu unterstützen. Und irgendwann habe ich gedacht, das reicht alles nicht. Ich hatte überall in jedem Kapitel 1000 Ideen, was die Bundesregierung machen könnte, finanzieren könnte, unterstützen könnte. Aber die erste Frage ist doch gar nicht, was kann eine Bundesregierung Gutes tun, sondern die erste Frage ist, was kann sie Schlechtes sein lassen? Und deswegen ist am Ende noch ein Kapitel dazugekommen, das heißt War Starts Here, der Krieg beginnt hier, der Frieden auch. Und da geht es natürlich in allererster Linie, fängt an mit Waffenexporten, das ist ja völlig klar, das ist die erste Art von Gewaltexport. Also damit unterstützt die Bundesrepublik Deutschland Kriege in aller Welt mit den Waffen, die exportiert werden. Das ist an der Oberfläche ganz klar. Aber natürlich wissen wir es, dass auch die ganzen sozialen Ungerechtigkeiten, die globalen Ungerechtigkeiten immer wieder eine Kriegsursache sind. Und dann nehme ich es mir jetzt mal heraus, Thomas Gebauer zu zitieren, der guckt mich jetzt ganz kritisch an, aber ich zitiere ihn trotzdem. Der ist mal so wunderbar in einem kurzen Satz zusammengefasst. Es gilt deutlich zu machen, dass dem vielfältigen Krisengeschehen allein über eine Politik des sozialen Ausgleichs begegnet werden kann. Und dann hat der alte Marxist tatsächlich noch das Alte Testament zitiert. Das fand ich sehr gut. Ich bin auch gelernter Kathole von Haus aus. Ich hatte dieses Zitat aber vergessen. Es ist aber ganz toll. Zitat Altes Testament. Der Gerechtigkeit Frucht wird der Friede sein. Also ich sage euch mal, die echten Katholen waren auch Marxisten. Schon lange bevor es Marx gab. So. Frieden ist also... Frieden ist nicht das Ergebnis von Sicherheit, sondern das Ergebnis von Gerechtigkeit. Und das habe ich auch in diesem Kapitel, der Krieg beginnt hier, an einem Beispiel gemacht. Das liegt mir so nahe, weil ich so ein Schokoholic bin und immer gerne meine Schokolade esse und deswegen seit Jahrzehnten ein schlechtes Gewissen mit mir herumtrage. Weil es kaum einen Welthandel gibt, der so ungerecht und so schlimm und so kriegsverursachend ist wie der Kakaohandel. Im Jahr 2000 ist tatsächlich ein blutiger Bürgerkrieg an der Elfenbeinküste ausgebrochen, weil dort alle Schutzvorrichtungen, was den Kakaopreis angab, vorher abgebaut worden auf IWF-Druck. Dann ist der Kakaopreis natürlich zusammengebrochen und dann ist natürlich ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Und da komme ich auf diesen Punkt der Translokalität. So, das eine ist natürlich, dass man jetzt diese Konflikte, da wo sie gewalttätig werden, an der Elfenbeinküste war das damals, mit Prinzipien der zivilen Krisenprävention bekämpfen könnte. So, das ist auch völlig richtig. Und das Spannende hier ist, zivile Krisenprävention hat im Kern immer etwas Deeskaliertes. Es geht immer darum, den Konflikt zu deeskalieren, die Gewalt zu verhindern oder wieder einzudämmen. Wenn wir es aber ernst nehmen mit diesem Internationalismus, dann heißt es, dass wir den gleichen Konflikt hier bei uns eskalieren müssen. Wir müssen unseren Konflikt mit den Milkas und den Lebensmittelbrokern an der Londoner Börse, den müssen wir eskalieren. Das ist für mich Internationalismus oder Translokalität, dass wir gemeinsam und füreinander und miteinander kämpfen, und zwar an den Orten, wo wir es gewinnen können. Vielleicht können wir diesen Konflikt viel leichter an der Londoner Börse gewinnen, als vor Ort in den vielen kleinen Dörfern an der Elfenbeinküste, vielleicht auch umgekehrt. Das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, aber das ist für mich Translokalität. Wir kämpfen miteinander und füreinander, und zwar da, wo wir es am besten gewinnen können. Und bei uns gehört oft eine Eskalation dazu, während es woanders um eine Deeskalation geht. Es ging mir auch immer durch den Kopf, da war ich noch im Bundestag, da ging es um den Bundeswehreinsatz in Mali. Und natürlich stand hinter diesem ganzen Gewaltkonflikt in Mali auch das Interesse der Franzosen an den Uranreserven im Niger. Und ich habe immer gesagt, wir können jetzt gerne auch unsere Genossinnen und Genossen in Mali unterstützen in der Friedensarbeit, aber wir müssen auch den Kampf aufnehmen mit den Atomkraftwerken hier bei uns. Das ist untrennbar miteinander verbunden, finde ich. Ich höre doch mal auf. Ich kriege ja noch eine Frage gleich. Und nicht zu viel Erwartung. Ja, ab an die Londoner Börse, würde ich sagen. Ja, vielen Dank.
Ich hatte, alle haben schon gesagt, dass ich Ihnen vorab Fragen geschickt habe. Stimmt auch. Im Verlauf dieser Diskussion sind aber natürlich noch tausend andere Fragen entstanden. Und genau, reagiert doch einfach, wer von euch möchte. Aber mir ist gerade die Frage entstanden, welcher Platz haben wir denn eigentlich da drin? Also welcher Platz hat der Westen? Und dann... Sind wir überhaupt der Westen? Wer ist dieses Wir, von dem wir die ganze Zeit sprechen? Und Jan, du hast da natürlich schon Antworten eigentlich gegeben. Also du sagtest, War starts here, Frieden müsste eigentlich auch hier stehen. Auch gleich schon auf Orte hingewiesen, wo man eskalieren könnte beispielsweise. Und ihr drei habt jetzt aber auch vor allen Dingen nochmal auf soziale Kämpfe hingewiesen, die eskaliert worden sind oder entstanden sind an anderen Orten und wo ich vor allen Dingen auch Süd-Süd-Verbindungen gesehen habe. Und dementsprechend nochmal die Frage, welchen Platz kann denn der Westen haben, trotz aller in allen geopolitischen Verschiebungen auch? Das war eine spontane Frage. Ich habe eine ganz kurze Antwort drauf und habe ich, glaube ich, mehrfach schon mal von John Siegler gehört. Wahrscheinlich kennen Sie die auch alle. Das ist John Siegler, der war ein junger Studierender und der war der Fahrer von Che Guevara oder wem auch immer das war und fragte ihn, kann ich nicht eure Revolution? Che Guevara hatte doch immer sein Motorrad, hatte der auch Fahrer? Ja, ich glaube, der war einmal hier in Europa auf Redereise, er war der Fahrer und dann sagte er, ich möchte eure Revolution unterstützen, kann ich zu euch kommen? Und dann hat Che Guevara gesagt, du bist hier im Herzen der Bestie, du kämpfst hier. Und das hat er dann auch gemacht und ich glaube, das ist unser Platz. Also hier, wir kämpfen hier gegen die, die die Kriege anderswo verursachen oder die, die die Ungerechtigkeiten anderswo verursachen. Und nicht, also, das ist meine einfache Antwort. Und als du das gesagt hast, hat sich Uta sofort das Mikrofon geschnappt. Weil ich stimme natürlich hundertprozentig zu. Ich teile das absolut und ich muss es aber, glaube ich, ein bisschen verkomplizieren. Da kommt das ins Spiel, worüber wir heute früh gesprochen haben. De facto sind die Kämpfe, die wir hier führen, bestenfalls noch Abwehrkämpfe. Das ist das große linke Problem im Moment, dass die Vorwärtskämpfe kaum auszumachen sind, dass es de facto um Abwehrkämpfe geht und dass im Verhältnis zu dem, worüber wir gesprochen haben, wir immer in so einer schwierigen Position sind. Das ist eine der größten und schwierigsten Aufgaben, glaube ich, von Medico aktuell überhaupt, immer wieder das Verhältnis zu diesen Kämpfen so zu justieren, dass daraus eben keine postkolonial, paternalistisch problematischen Beziehungen entstehen, sondern dass das mit dieser Reziprozität, das heißt der Gegenseitigkeit in der Solidarität Wirklichkeit werden kann. Und dann kommt das ins Spiel, was ich selbst gesagt habe. Die Stärke, das ist wirklich unumstößlich klar, würde ich behaupten, die Stärke der feministischen Kämpfe, die besteht darin, dass sie alltagsrelevante Kämpfe sind, dass sie in den Lebensrealitäten der Menschen verankert sind, dass sie nicht Kämpfe für nur die große Utopie der Gerechtigkeit, die sich an anderen Horizonten abzeichnet, stattfinden. Und deshalb ist, glaube ich, das wichtig, was Uli Brandt in der Antwortrunde heute Vormittag gesagt hat. Ich teile das absolut, zu sagen, wir brauchen emblematische Kämpfe. Wir brauchen je massiver die Rechtsentwicklung, die Rechtsextremismusentwicklung wird, umso mehr die Verständigung auf strategische Kämpfe, wo Gewinne erzielt werden können. Und die können meiner Meinung nach aber nur oder müssen vor allen Dingen da stattfinden, wo Menschen tatsächlich nicht einfach nur in Anführungszeichen für das bessere Ganze, sondern konkret für die Veränderung und Verbesserung ihrer alltäglichen Lebensverhältnisse kämpfen. Sonst wird es, glaube ich, nicht zu bestandsfähigen Geschichten werden. Nur, wo findet es statt? Ich würde sagen, ich warte auf das nächste Panel, was kommt. Die Kämpfe, die ich sehe, um die es geht in dieser Hinsicht, emblematische Kämpfe bei uns in Frankfurt, Leute, die finden im Allerheiligenviertel statt. Die finden da statt, wo die kriminalisierten,
an den Rand geschobenen tatsächlich in anderer Weise in existenziellen Kämpfen befasste Gruppen ihre Politik betreiben. Da ist, finde ich, bei uns noch zu viel sozusagen Differenz und Auseinandersetzung. Ich habe angefangen und ich habe das nicht umsonst so stark gemacht. Die Kämpfe in der Translokalität sind, wenn wir es uns weltweit angucken, vor allen Dingen Kämpfe von People of Color und darunter Women of Color. Die machen mittlerweile in Offenbach irgendwie unter den jungen Leuten mehr als 50% der Gesellschaft aus. Es wird Zeit, dass wir anfangen, sozusagen die Kämpfe, die hier bei uns tatsächlich geführt werden, als solche wahrzunehmen und nach produktiven Arten und Weisen der Verschränkung mit all dem, worüber wir sprechen, zu suchen und das zu finden. Ich glaube, da ist eine Menge an Transformationspotenzial drin und umgekehrt glaube ich, wenn das nicht besser gelingt, als es im Moment der Fall ist, dann wird es schwer mit den progressiven Schritten in die Zukunft. Vielleicht hast du es gesehen. Danke erstmal. Auf das, was du gesagt hast, gab es sowohl von Anna als auch von Katrin Reaktionen darauf, also reagieren zu wollen. Ihr entscheidet, wer zuerst spricht. Also ich wollte jetzt nicht direkt auf dich reagieren, wenn du direkt auf... Ich wollte nochmal die Frage des Westens kurz. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der Klimakrise noch so eine große Rolle spielt. Also natürlich einerseits im grünen Kapitalismus ganz bestimmt. Die Ausbeutungsstrukturen sind natürlich so, dass grüner Wasserstoff, den es in diesen Mengen niemals geben wird, nur um das mal auch abgehakt zu haben, dass der importiert werden soll zu 75%. Aus dem globalen Süden, insbesondere aus afrikanischen Ländern. Da gibt es ja schon auch solche Wasserstoffpartnerschaften, wie es auch Rohstoffpartnerschaften gibt. Es betrifft natürlich auch solche Rohstoffe wie Lithium, Kupfer und solche Dinge. Aber was die Auswirkungen der Klimakrise betrifft, weiß ich gar nicht mehr, ob das so sinnvoll ist. Also ich habe kürzlich gedacht, es wäre ein Scherz, aber auch am Ammersee soll jetzt noch Gas gefördert werden. Also es wird ja überall nochmal wirklich alles rausgeholt und das natürlich auch im Westen und insbesondere eben in den USA und dort gibt es dieses, ich habe es immer so verstanden, da, Täter und Opfer sind am selben Ort und die Täter bleiben am Tatort. Da gibt es auch diese räumliche Distanz gar nicht mehr und da, ich ja vorhin schon gesagt habe, es ist vor allem eine soziale Frage, werden es auch in den Städten in Deutschland oder im sogenannten Westen die Armen sein, die zuerst davon betroffen sind von der Klimakrise, schlicht weil sie sich keine Klimaanlage leisten können, solche Dinge. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das in der Klimakrise sich da nicht so ein bisschen was verschiebt, in diesem Gefüge, weil die Kämpfe dann überall gleichzeitig stattfinden müssen. Und was für mich da auch wirklich interessant war zu beobachten, ist natürlich, dass der Kampf jetzt gegen die Importterminals von Flüssigerdgas hier in Deutschland oder auch in Europa, der Kampf dagegen ist ja verbunden mit dem Kampf in den USA. Da ist der Kampf in den USA schon erfolgreicher, weil Biden schon ein Moratorium gegen den weiteren Ausbau verkündet hat. Aber da können wir von den Bewegungen in den USA beispielsweise lernen. Also ich war kürzlich auf Rügen bei einem der Proteste mit einer Aktivistin aus Texas und einem Aktivisten aus Texas, die dort nochmal die Bewegung angefeuert haben. Also die dort andersrum der Bewegung auf Rügen Mut gemacht haben, zu sagen, ihr müsst dagegen kämpfen, weil es betrifft uns alle, es betrifft uns, es betrifft aber auch euch. Und diese Verbindungen, die finde ich hoffnungsvoll und die finde ich sehr interessant. Okay, danke schön, Katrin. Anna, magst du noch? Und auch danke schön, gerne Applaus. Ja, da kann ich ganz gut dran anschließen, Katrin, weil ich diese Frage von Klima als ein globales Thema und auch von Gesundheit, also am Beispiel der Pandemie ja eben auch als ein globales Thema, nochmal so ein bisschen kritischer auch betrachten würde, weil ich glaube, wenn wir über unsere Rolle in Europa nachdenken als politische Akteurin,
es ist schon wichtig, sich auch nicht so Chimären hinzugeben. Also du hast es nicht gemeint, aber ich glaube, das ist etwas, was wir doch so häufig auch erleben in so einem scheinbar progressiven Duktus, dass wir ja alle im gleichen Boot sitzen. Und das stimmt halt einfach nicht. Ja? Unsere Boote sind halt doch noch stabiler und besser gebaut. Und das muss auch Konsequenzen haben für die Wahrnehmung von uns selber als Akteure und Akteurinnen, diese Privilegiertheit in der Krise immer auch wahrzunehmen und das auch politisch strategisch zu nutzen. Ich habe das während der Pandemie sehr häufig gehört, dass wir ja alle gleich sind in der Pandemie. Das war ehrlich gesagt sehr schwierig, auch innerhalb derer, in den Gruppen derer, die sich für eine Freigabe der Impfstoffpatente eingesetzt haben, den Punkt anzubringen, dass es doch besser wäre, wenn wir hier sehr viel länger warten in Europa, bis wir auch nur die erste Impfdosis bekommen, weil nämlich die Menschen, die im Lockdown sitzen, die keine soziale Absicherung haben und für die ein Lockdown einfach den Tod bedeutet, weil sie schlichtweg verhungern, weil in dem Zwang zu Hause bleiben zu müssen, dass diejenigen die Ersten hätten sein müssen im Sinne von einer globalen Gerechtigkeit, die den Impfstoff bekommen. Und diese Debatte war ganz schön unbequem, ehrlich gesagt, zu führen, auch in den eigenen Kreisen. Und ich glaube, das gehört schon, diese Analyse über die eigene Rolle gehört unmittelbar dazu, wenn wir ernst genommen werden wollen in diesen internationalen Netzwerken als Akteurin. Den zweiten Punkt, den ich da wichtig finde, den hattet ihr auch schon erwähnt, war diese Frage, dass wir doch auch beim Medico viele Jahre Kampagnen gemacht haben, wo die Betroffenen eben ausschließlich in diesem geografisch verorteten globalen Süden zu finden waren, wie bei Landminen zum Beispiel. Das heißt, unsere Aufgabe bestand darin, erstmal Empathie zu schaffen, was das überhaupt bedeutet und wieso das wichtig ist, sich dagegen einzusetzen, weil wir es nicht hier am eigenen Körper erlebt haben. Und der Glaube war immer, dass wenn es um Themen geht, die uns auch berühren, wenn auch in einer anderen Weise, als wir das in einer anderen Weise als die Menschen im globalen Süden, wie beispielsweise in der Pandemie, dass das so einen Automatismus gibt, dass das zu mehr Empathie, zu mehr Solidarität, zu mehr gemeinsamem Handeln beitragen würde. Das ist aber so in der Form nicht eingetreten. Und ich glaube, dass das, womit wir uns hier gerade auseinandersetzen müssen, ist eine sehr eigentümliche und auch besorgniserregende Gleichzeitigkeit einer absoluten Omnipräsenz des Globalen, meistens natürlich transportiert über die Krisen, über die Kriege und so weiter, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist gepaart mit einer radikalen Abwehr. Darum ging es ja auch heute Morgen schon. Und das heißt also, dass das auch unsere Arbeit als einer solidarischen Hilfs- und Menschenrechtsorganisation sehr viel schwieriger macht, uns mit dieser Abwehr zu beschäftigen. Und das wird auch eine Aufgabe sein, eben nochmal in diesen unterschiedlichen thematischen Strängen, über die wir jetzt heute sprechen, nochmal das wirklich zu formulieren, was wir darin gewinnen, wenn wir immer alles global denken. Und dass das einfach die absolut einzige Möglichkeit ist des politischen Handelns und alles andere einfach nur eine Besitzstandswahrung darstellt. Ich möchte an den Gedanken nochmal anknüpfen und euch noch eine Frage stellen. Und dann hatte nämlich Lukas mir netterweise schon angezeigt, dass wir noch 30 Minuten, jetzt wahrscheinlich nur 27 haben. Und danach möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Aber weil ihr jetzt mehrfach gesagt hattet, die Menschen, die sich organisieren, die sich wehren, sind am eigenen Körper betroffen. Jetzt hast du, Anna, auch gesagt, naja, in der Pandemie waren alle irgendwie am eigenen Körper betroffen, alle waren unterschiedlich betroffen. Man könnte auch sagen, vielleicht, Katrin, das ist die Klassenfrage, artikuliert sich eigentlich nochmal neu in den Verschiebungen jetzt gerade. Mit dem, ist klar, es werden, die Armen werden als erstes auch hier vom Klimawandel betroffen sein.
Man könnte geografisch vielleicht auch sagen, der globale Süden, der geografische Süden, der vielleicht mal mehr deckungsgleicher war mit dem, was als globaler Süden verstanden wird, zieht auch mehr und mehr ein in den geografischen Norden. Also die Hotspot-Inseln auf den griechischen Inseln beispielsweise wären vielleicht so ein, ob Offenbach es ist, I don't believe it yet, aber ne, Uta, du hattest auf migrantische Mobilisierung hier rekurriert. Und die Frage ist ja trotzdem, und also du sagtest, trotz mehrfacher Betroffenheit oder die Reaktion darauf ist eine Abwehr. Und ich wollte euch aber trotzdem fragen, müssen die Leute hier erst wieder kämpfen lernen? Also müssen Personen erst so sehr betroffen sein, dass sie sich wieder organisieren? Oder aber wie umgehen mit Abwehrreaktionen? The $1 million question. Ja, gerne. Das ist eine ganz schwierige Frage, aber ich versuche es jetzt mal trotzdem, weil ich glaube, dass Betroffenheit nicht unbedingt eine Kampfbereitschaft auslöst. Also man sieht es auch gerade da in den USA, in den Gebieten, wo ich war, die sind ja nicht nur von dieser petrochemischen und fossilen Industrie gezeichnet, sondern auch schon von der Klimakrise. Also man fährt da, ich war auf einer Insel, von der die ersten Klimageflüchteten der USA offiziell stammen, beziehungsweise umgesiedelt werden mussten, weil die bald versinkt, also die USA. Und nicht irgendwo in der Südsee oder so. Also insofern, das sind aber gleichzeitig die Gebiete, in denen auch immer noch die Republikaner ganz stark sind und eben Trump die meisten Stimmen bekommen hat. Das heißt, die Leute dort sind betroffen. Es werden ihnen ständig Arbeitsplätze versprochen in dieser sich ausbreitenden Industrie, die sie aber nie bekommen. Aber ich habe gemerkt, wenn Menschen wie jetzt, also dass auch die Aktivistinnen und Aktivisten oft Schwierigkeiten haben, Leute so zu erreichen, aber es gelingt ihnen umso mehr, je mehr sie tatsächlich, was Uta ja auch schon gesagt hat, mit ihrem Alltag beschäftigt sind. Also es gibt dort eben auch eine Frau, die mit Hurricane-Hilfe angefangen hat, bis sie gemerkt hat, wir müssen zusammen zu mehr kämpfen, also zu zeigen, wir sind da. Wir kümmern uns jetzt nicht abstrakt um ein Umweltproblem, wir kümmern uns um Menschen, wir kümmern uns umeinander. Es gibt eine ganz bezaubernde, also wirklich tolle Initiativen, die wirklich aber immer erstmal die Menschen im Blick haben. Was braucht ihr? Wie können wir euch helfen? Aus denen dann die Solidarität heraus entsteht. Und ich sehe, dass es in Deutschland einfach, und das finde ich wirklich ganz erschütternd, weil dass dieses Schreckgespenst der Ökodiktatur so wahnsinnig erfolgreich ist, weil diejenigen, die an ihren Privilegien festhalten wollen und Angst haben, sie zu verlieren, es schaffen, denjenigen, die gar keine Privilegien haben, auf ihre Seite zu ziehen und zu behaupten, wir verteidigen auch eure Privilegien. Und das bringt diese Menschen dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu stimmen. Und ich glaube, wenn man sich mal, das ist das, was ich einfach immer wieder beobachtet habe, und das finde ich wirklich dramatisch. Und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, dass diese Vorstellung von Klimaschutz schadet den Armen so verinnerlicht worden ist, dass sich das bei vielen Diskussionen dann oft so eine Frage ist, aber das kann man den Leuten, die nicht viel Geld verdienen, echt nicht zumuten. Aber darum darf es ja auch einfach gar nicht gehen. Und ich glaube, es wäre, glaube ich, ja, also natürlich eine große Frage, wie durchbricht man diese Gegenwehr? Und ich glaube, man wird es einfach nur schaffen, indem man Themen anspricht, die vielleicht nicht unmittelbar mit Klima zu tun haben, sondern mit dem, was die Menschen brauchen. Und das kann von mir aus sogar eher die deutsche Wohnen enteignen sein oder bei den Mieten anfangen, bei etwas wirklich, wirklich Existenziellem anfangen zu zeigen, wir sind da. Und übrigens, Wohnen hat ganz viel auch mit Klimakrise zu tun. Das kann ein Weg raus sein. Und das habe ich eben in den USA auch festgestellt, dass gerade die Aktivisten, die in der Ölindustrie gearbeitet haben, natürlich einen ganz anderen Zugang zu den Menschen haben. Und ich habe, um das nochmal als Beispiel zu erzählen, weil mir das einfach wahnsinnig gut gefallen hat, ich war ja auch in Louisiana in der Cancer Alley, also wirklich Krebsallee, wo die Krebsraten so hoch sind wie nirgendwo in den USA. Dort stehen auf den
ehemaligen Zuckerrohrplantagen, wo die Versklavten gearbeitet haben, da stehen jetzt die Chemiefabriken. Und die Nachfahrinnen und Nachfahren der Versklavten leben direkt daneben und haben Krebs. Und dort wird eine, also sollen weitere Fabriken gebaut werden, und dort hat eine Aktivistin, eben eine schwarze Aktivistin, beschlossen, das lassen wir nicht mehr mit uns machen, und hat Menschen mobilisiert. Und zwei andere Aktivistinnen haben versucht, Leute dazu zu gewinnen, sich gegen so eine weitere Fabrik zu wehren, haben aber mal versucht, so Community-Meetings zu machen, kam aber keiner. Dann haben sie, und bei dem Meeting war ich dabei, und das war wirklich toll, dann haben sie gesagt, pass auf, wie können wir die Menschen erreichen? Wir kaufen Hurricane-Rucksäcke. Also die haben dann mehrere hundert Hurricane-Rucksäcke gekauft, also da sind dann Taschenlampen drin und Batterien und also so ein Notfall-Rucksack, und jeder, der kommt, der kriegt so einen Rucksack von uns geschenkt. Und das war in so einer Kirche, die Kirche war randvoll, und alle haben es einmal gehört, was da passieren soll. Es gab noch ein Essen hinterher, und hinterher gab es Gespräche, und aus dem raus hat sich jetzt wirklich so eine Bewegung entwickelt, weil ich gesagt habe, wir sind im Übrigen, es geht um uns Menschen, es geht nicht um irgendwie ein Umweltproblem oder dass wir hier gegen Arbeitsplätze sind, sondern es geht um uns. Und ich glaube, von solchen Dingen kann man vielleicht lernen, hoffentlich. Danke. Ich musste gerade kurz daran denken, dass auf so einem sehr rechten Magazin ich ein Bild gesehen hatte, Fluchtrucksack. Und damit meinen sie nicht einen Fluchtrucksack für Menschen, die fliehen über Kontinente aus Syrien, aus Afghanistan, sondern für sich selber. Und da hatte ich auch... Na, also, nur als du jetzt sagtest, wir haben Hurricane-Rucksäcke und das ist eigentlich was die Menschen am eigenen Leib anfasst, dachte ich... Naja, irgendwie müsste das doch wirklich auch zu durchbrechen sein, dieses Halt, Stopp. Stell dir mal vor, du. Na gut, weg vom Stell dir mal vor, du. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten jetzt eine Frage stellen. Welche wäre das? Dann könnten wir Mikrofone haben. Genau, stellen Sie sich auch gerne vor, wenn Sie die Frage stellen. Hier vorne bitte. Ja, ich bin Gisa Lu und bin in der Friedensbewegung hier ein bisschen unterwegs und habe direkt eine Frage an Jan van Aken, weil wir kämpfen hier. Und meine Frage ist sehr stark, wunderbar, alle tollen Nachfragen, kleinen Anfragen bei den Linken zum Rüstungsexport, gegen den Rüstungsexport, ohne den die Arbeit gegen Rüstungsexport, ohne diese Anfragen ja kaum vorangekommen wäre. Aber die konkrete Frage jetzt zu den Kämpfen hier, wie können wir das erreichen, dass in der Rüstungsindustrie die Dimension von Konversion wieder erkennbar wird und durchsetzbar wird, weil das unsere Kämpfe sind hier. Und was müssen wir tun? Lukas, kannst du mal kurz die Zeit teilen? Hast noch Zeit. Okay, dann Jan, let's go. Die Rüstungsindustrie wird sich nur überhaupt auf den Gedanken von Konversion einlassen, wenn sie Druck kriegt. Also wenn wir politisch zum Beispiel ein Waffenexportverbot durchsetzen, fällt die Hälfte der Arbeitsplätze weg. Wenn es keine Konversion gibt, dann gibt es Druck und dann wird sowas passieren. Das heißt, die Frage ist nicht, wie bringen wir die Rüstungsindustrie dazu, sondern wie schaffen wir es hier wieder, Abrüstung in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Ich bin ja einer, der hat 40 Jahre gesagt, ich mache mir keine Sorgen, alle hatten immer Angst, Deutschland militarisiert sich, die Bundeswehr versucht überall Fuß zu fassen, sie hat es nie geschafft. Auch weil die Friedensaktiven in ganz Deutschland, in einer noch so kleinen Stadt, immer wieder dagegengehalten haben, wenn die Bundeswehr auf den Marktplatz kommen wollte, wenn dann die Schulen kommen wollten, da waren wir super, ich habe mir nie Sorgen gemacht, jetzt mache ich mir Sorgen. Also, wir haben ja das letzte Jahr in Tel Aviv gelebt und als ich jetzt wieder zurückkam, zu hören, wie normalisiert diese militärische Sprache ist. Alle reden nur noch von Kriegsfähigkeit, Kriegstüchtigkeit, wehrhafte Demokratie und der Frieden muss bewaffnet sein und so weiter. Es fängt an, mir Sorgen zu machen, und deswegen glaube ich, brauchen wir jetzt eine Kampagne, die das wieder dreht. Und die Kampagne bereitet auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung gerade mit vor. Es gibt eine globale Kampagne, soll es geben im nächsten Jahr zur Abrüstung. Und zwar geht das von einer ganz einfachen Idee aus. Was wäre, wenn alle Länder gleichzeitig ihren Militärhaushalt um 10% absenken?
Das ist überhaupt keine Revolution. Das sind nur 10%. Und wenn alle das gleichzeitig machen, bleibt ja die relative Sicherheit gleich. Vorher hast du 100 Panzer gegen 100 Panzer, hast du 90 Panzer gegen 90 Panzer. Da muss sogar ein CDUler sagen, naja, Speichergeld, wenn der Russe mitmacht. So. Das heißt, im Kern ist das eine ganz einfache reformistische Idee, die es aber schaffen könnte, bei ganz vielen Menschen anschlussfähig zu sein. Weil ich bin überzeugt davon, dass in Deutschland die ganz große Mehrheit der Menschen tief innen drin pazifistisch eingestellt ist. Wir sind noch nicht so wie in den USA, wo die kleinen Kinder mit Maschinengewehren spielen. Sondern hier gibt es eine grundsätzlich pazifistische Haltung. Und ich glaube, für die Idee können wir viele Menschen gewinnen. Wir sind da gerade im internationalen Netzwerk. Das wird im Herbst einen globalen Appell geben für diese Idee, 10% für alle. Und dann werden wir hier in Deutschland in den nächsten 9 Monaten bis zur Bundestagswahl da relativ stark versuchen, in die Fläche zu gehen. Und da zähle ich auch auf Frankfurt. Wir sehen uns auf der Straße, hoffe ich. Hoffe ich auch, zusammen mit dem vielleicht dann ja Bundesvorstand der Linken, nicht? Weitere Fragen von Ihnen? Und ich würde auch anfangen, dann zu sammeln, falls es mehrere gibt. Ja, super, vielen Dank für dieses tolle Panel. Ich habe zwei ganz konkrete Fragen. Jan, warum nur 10%? Und an Uta, also nicht zynisch, sondern ihr habt euch besser überlegt. Und an Uta mit diesen Alltagserfahrungen, also den Angriff an Erfahrung, ist ganz zentral. Was heißt das für Medico? Was heißt das für intermediäre Akteure? Was heißt dann radikal zu sein? Was müsste vielleicht Medico nicht mehr machen und was müsste Medico stärker machen? Und mit Katrin sprichst du so viel, dass du jetzt keine Frage mehr für sie hast, nicht wahr? Gut, das waren ja jetzt drei, die waren ja quasi schon gesammelt, ne? Ja, dann mögt ihr antworten? Jan hat mich geschubst und gesagt, ich werde mich hüten, jetzt gar in der Öffentlichkeit im sozusagen Medico eure Schritte wären. Erstens, zweitens, drittens. Was klar ist, ist, dass, also soweit ich es erlebe, ist Medico genau mit solchen Auseinandersetzungen irgendwie ganz tief befasst in der gegenwärtigen Diskussion, wohin mit der Organisation, die Fragen um Dekolonialität, das ist ja genau das, worum es geht. Wie schaffen wir es, in hierarchischen Verhältnissen und Beziehungen eine Form von Solidarität herzustellen, die diese Dimension der Gegenseitigkeit mit einbezieht. Ich glaube, das hat für Organisationen wie Medico vor allen Dingen damit zu tun, sich gründlich zu überlegen, was man nicht macht. Ja, also ich glaube, das geht tatsächlich eher darum zu sagen, welche Ansätze sind vielleicht auch in einer solidarischen Nord-Süd-Zusammenarbeit über viele Jahrzehnte hinweg Praxis gewesen, mit denen wir noch vorsichtiger werden. So, ich glaube, das ist irgendwie an der Stelle der richtige Punkt. Du hattest aber zwei Teile, den anderen habe ich jetzt in meiner Schockreaktion. Okay. Drei Fragen für drei von euch. Also, ihr seid eine. Danke, bitte. Das war die Antwort. Ja, das war schon meine. Dann mache ich mal kurz die 10%. Ich will das echt gewinnen. Das ist keine symbolische Forderung. Das geht, also das erste Ziel ist natürlich, wir wollen die Debatte drehen. Im Moment reden alle über Aufrüstung und selbst Greenpeace redet nur noch darüber, wie können wir Aufrüstung stoppen. Nee, ich will über Abrüstung reden. Das ist das Nahziel. Aber ich will das wirklich gewinnen. Ich will, dass wir in ein paar Jahren da sind. Das heißt, du musst eine Zahl finden, die erstens was bringt. Und das bringt mal rein monetär 244 Milliarden jedes Jahr. So, schon mal viel Geld, die man dann für Klimakrisen und so weiter ausgeben kann. Aber es muss eben auch realistisch sein. Die Feinheit der Idee, und das gefällt mir so besonders gut, ist nicht einmal 10%, sondern 5 mal 2. Das heißt, du hast 5 Jahre nach einer 2%. In vielen Ländern wird das eine Dynamik auslösen. Du hast zwischendrin Wahlen und eine Normalisierung dieser Reduktion um 2%. Das heißt, die 10 müssen nicht das Ende sein, die sind der Anfang. Aber ich will es ernsthaft gewinnen. Und deswegen eine etwas reformistischere Zahl. Es ging ja auch nur um Kämpfe, die man auch gewinnen kann, ne? Ja, mir fällt das ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil ich so das Gefühl habe, das wäre so nötig, nochmal so ein bisschen positivere Stimmung zu verbreiten. Aber ich finde schon, dass zwei Sachen nicht zu unterschätzen sind, eine Herausforderung, die auch an Medico gestellt werden.
Es wird nämlich ganz schön einsam, auch um uns herum, weil wir einfach erleben, dass auch mit dem globalen Rechtsruck, der ja keineswegs nur Europa betrifft, sondern eben auch sehr viele Länder des globalen Südens, unsere Arbeit sehr erschwert wird. Viele unserer Partnerinnen arbeiten dauerhaft aus dem Exil heraus, beispielsweise können noch nicht mal mehr in den Ländern sein. Unzählige werden getötet, inhaftiert und so weiter. Und diese multiple Krise, das multiple Krisengeschehen, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen müssen, ist aus meiner Wahrnehmung schon, hat eine neue Dimension, die wir so vorher nicht kannten. Und ich glaube, dass die auch sehr stark beiträgt zu dieser Abwehrreaktion, die wir nicht in unseren Kreisen, aber doch an vielen anderen Orten erleben. Das heißt aber, dass dieses Auseinanderbrechen von vielen auch zum Beispiel Finanzierungsmöglichkeiten, die es eben auch braucht, um diesen Gedanken überhaupt Raum zu geben, um das möglich zu machen, dass die immer fragiler werden, aus ganz mannigfaltigen Gründen, aber die eben auch in diesem Rechtsruck mit begründet sind, sodass wir eben inzwischen zum Teil in der Situation sind, dass wir angefragt werden, einen Artikel zu schreiben und auch noch vielleicht den Druck dieser Zeitschrift mitzufinanzieren. Und das ist, glaube ich, also das klingt jetzt sehr exemplarisch, aber ich glaube, das, was das bedeutet in Zukunft, dass linkes Denken auch Geld braucht, an ganz unterschiedlichen Orten, auch vom Staat, aber eben auch aus der Zivilgesellschaft heraus, ist etwas, was uns im Moment die Rechte, ehrlich gesagt, sehr voraus hat, indem sie eben viel systematischer angefangen hat, diese Netzwerke zu spinnen, Immobilien zu kaufen und so weiter. Und ich glaube, um solche, also das überhaupt mal strategisch zu wenden und zu gucken, was braucht es eigentlich, um dieses linke politische Handeln auch in Zukunft abzusichern, das ist eine ganz zentrale Frage, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen, als ein Teil eben dieser Netzwerke, die wir auch brauchen, um unsere Arbeit in der Weise überhaupt weitermachen zu können. Und das Zweite ist, dass ich schon nochmal wichtig finde, auch nachdem, wie wir das jetzt gesprochen haben, dass wir eben, glaube ich, alle uns natürlich darüber einig sind, dass der Weg nicht sein kann, in einer ähnlichen Weise populistisch zu denken und zu handeln, wie wir das gerade von der globalen Rechten erleben. Aber das führt automatisch dazu, dass wir diese Art von Massenwirksamkeit eben so gar nicht erreichen können. Wir müssen da andere Wege finden. Und ich finde, dass es einige Beispiele gab, die das auch gezeigt haben, dass das möglich ist. Und ich würde gerne dann tatsächlich, um nicht so dystopisch anzumuten in dem, was ich ausführe, noch mal ein Beispiel nennen wollen. Und da gehe ich noch mal zurück in die Pandemie. Es gab in Südafrika während der Pandemie eine C19 People's Coalition. Und ich glaube, wenn wir uns deren Arbeit, also wenn es möglich gewesen wäre, das, was die dort gemacht haben, hierher zu übertragen, wären wir sehr gut beraten gewesen, weil sie nämlich einen ganz umfassenden Handlungsansatz gehabt haben. Sie haben gekämpft für die Freigabe der Impfstoffpatente, klar. Sie haben aber auch geschaut, wie lässt sich eigentlich ein solidarisches, gesellschaftliches Miteinander leben in der Pandemie. Dazu gehörte die Versorgung mit Lebensmitteln für Leute, die eben im Lockdown drohten zu sterben, weil sie eben nur von der Hand in den Mund leben. Sie haben aber auch geschaut, wie halt gemeinschaftliches Handeln überhaupt noch möglich ist in Zeiten des Lockdowns. Und das war in der Zeit, wo wir bedauerlicherweise doch ein bisschen das Problem hatten, dass viele, auch Linke, dachten, Solidarität ist Maske tragen, Punkt. Und eben überhaupt nicht darüber hinaus gedacht wurde, was es eigentlich braucht an offenen Räumen der Begegnung, um die Folgen der Pandemie für alle Generationen eben abzumildern. Und da war Südafrika viel weiter. Das war ein wahnsinnig progressiv und holistisch gedachtes linkes Projekt.
Und ich glaube, dass wenn es möglich gewesen wäre, solche Gedanken wieder mehr hierher zurück zu überführen, dann hätten wir jetzt weniger traumatisierte 15-Jährige und vielleicht auch ein weniger manifestes autoritäres Denken, von dem wir heute Morgen gehört haben, in der jüngeren Generation. Und wenn das dann noch finanziell gestützt werden kann durch die Abrüstungseinsparung, die Jan vorgeschlagen hat, und das global umverteilt, das wäre gut. Und ich musste vorher, hatte ich gedacht, boah, das klingt ja schon abgefahren. Und dann dachte ich so, das ist eine gute Idee und kreative Ideen braucht es. Und ob die aus Südafrika kommen oder hier entstehen, dass die zusammenwachsen, ist enorm wichtig. Ja, eine Frage gibt es da hinten noch und ich glaube, für die haben wir noch. Und dann, Sie haben ja alle gemerkt, wir haben einen sehr dichten Tag und wir haben sehr viele Leute, die von A nach B müssen. Auch die Toilettenschlangen sind sehr lang, das heißt eine Frage noch und dann machen wir hier pünktlich Schluss. Und wiederum alle vier bleiben noch einen Moment hier und können auch nachher noch angenähert werden. Ja, hallo Aida, vielen Dank für dieses wirklich unglaublich wichtige, finde ich, Panel. Meine Frage schließt sich an diese Idee der Translokalität und dass sie eigentlich ja auch hier vor Ort schon existiert und dass man sie ja auffinden muss. Und ich fände es schön, wenn ihr aus ihren verschiedenen Kontexten vielleicht nochmal einmal benennt, wo ihr hier vor Ort in Deutschland solche Bemühungen um translokale Kämpfe, auch translokal gedachte Kämpfe seht, im Allerheiligenviertel, aber sicherlich auch anderswo. Und vielleicht auch die Frage, ob es dann für Förderung etc. nicht wichtig wäre, auch diese Projekte sozusagen nicht nur, sondern eben gemeinsam mit Projekten im globalen Süden zu fördern. Okay. Wollen wir diese Danke, Aida, für die Frage? Ich glaube, wir könnten sie ganz gut als Schlussworte nutzen, oder? Dann könnte vielleicht Vorschlag... Jede und jeder von euch noch mal so in drei Sätzen eine kurze Reaktion als Abschlussstatement geben. Ist auch wieder sehr viel verlangt. Aber ihr, wenn nicht ihr, wer dann? Das ist gemein. Entschuldigung. Ich glaube, Aida, ich antworte jetzt nicht richtig auf deine Frage, weil ich habe das ein andersrum Bild im Kopf, das mich die ganze Zeit beschäftigt hat, auch in der Vorbereitung hier. Und zwar ist das Lian Gogali, die in Grünheide mit einem Tesla-Aktivisten zusammensteht. Lian Gogali kennt ihr bei Medico alle, das ist eine ganz, ganz tolle Friedensaktivistin aus Indonesien, die ganz wunderbare Arbeit vor Ort gemacht hat. Ich habe auch lange mit ihr gesprochen, sie war auch letztes Jahr hier, glaube ich, ist ganz wunderbar. Und als sie letztes Jahr hier war, hat sie gesagt, ich will zu dieser Tesla-Fabrik. Weil wir hatten den Bürgerkrieg bei uns, den haben wir wirklich gut eingehegt bekommen, es gab einen Friedensvertrag und sie hat ganz tolle Friedensarbeit, Versöhnungsarbeit geleistet, eigentlich alles gut. Und jetzt werden die alten Konfliktlinien wieder hochgekocht, bewusst von der staatlichen Ebene, weil sie dort, es geht glaube ich um... Nicht Lithium, sondern das andere, was man braucht für die Batterien. Nickel. Es geht um Nickelabbau da in Indonesien, genau. Gut, dass du hier bist. Danke dir, Katrin. So. Und das heißt, dieser Nickel, und da gibt es einen direkten Deal zwischen Tesla und dem Nickelabbau in Sulawesi in Indonesien. So. Und das heißt, dieser Nickel, der in Grünheide in Brandenburg verbaut wird, wird abgebaut in der Nachbarschaft von Lian Gogali. Und sie wollte sich das angucken, was verursacht eigentlich ihren Konflikt vor Ort in Sulawesi und wer kämpft hier in Deutschland vor Ort gegen diese Fabrik. Und dieses Foto von den beiden, das bewegt mich eigentlich immer wieder, weil das ist mal so an zwei kleinen Orten, sind beide sehr klein, Poser und Grünheide, kämpfen Leute aus ihrer persönlichen Betroffenheit gegen etwas, was ganz eng miteinander verbunden ist. Das ist so mein Begriff von Translokalität, aber das kommt eigentlich von der anderen Seite, also von aus dem Süden hierher. Ich glaube, ich bleibe einfach, also es gibt vieles, aber ich würde trotzdem gerne bei meinem
LNG-Beispiel bleiben wollen, weil ich das einfach faszinierend finde, dass das auch einfach andersrum mal einen Einfluss auf Deutschland hat und dass es auch gleichzeitig größere Themen anspricht, wie Umweltrassismus beispielsweise in den USA, was eng damit verknüpft ist. Und was ich aber auch interessant fand, weil insbesondere auf Rügen ist dieser Protest ja so auch ein bisschen in Gefahr von der AfD vereinnahmt zu werden, dass diese Solidarität auch hier weitergeht, als nur jetzt über diese LNG-Terminals, die zu verhindern sind. Und ich habe beobachtet, und das fand ich wirklich ganz toll, dass die Bürgerinitiativen vor Ort zusammen mit der Klimabewegung sich zusammentun, weil sie sehen, wir alleine hier auf der Insel sind zu wenige, wir sind zu klein, wir werden das niemals schaffen, wir kriegen hier nicht so viele Leute her wie nach Lützerath oder in Hambacher Forst. Wir brauchen die Klimabewegung dafür und wir brauchen auch die Menschen aus den USA dafür und gleichzeitig zeigt es auch diese Solidarität über diese transatlantische, in dem Fall Solidarität, ja auch so ein bisschen wie die Grünen letztlich den Klimaschutz rückentwickeln und fossile Infrastrukturen dorthin bauen, die keiner braucht. Also das finde ich ein gutes Beispiel dafür, dass auch thematisch einfach sehr viel weitergeht, als einfach nur diese Anlagen zu verhindern, sondern wirklich größere Schlaglichter auf große Themen zu werfen, in die viele, viele Menschen betreffen, nicht nur diejenigen, die vor Ort damit zu kämpfen haben. Danke, Katrin. Ich finde es sozusagen exemplarisch konkret zu beantworten so schwer, dass ich es ganz einfach mache und sage, ziehen Sie doch einfach alle weiter von hier heute Abend und morgen und übermorgen zum gerade stattfindenden Hayat Tabibi Festival im Allerheiligenviertel, wo Sie, also das, worüber ich gesprochen habe, live erleben können, im Übrigen am Sonntagnachmittag im Sonnturm unter prominenter Beteiligung von Medico. Der Kollege Immert hat den Talk, den es dazu geben wird, mit vorbereitet und der genau versucht, irgendwie solche Verknüpfungen irgendwie zu zeigen und zu problematisieren, wie wir gesprochen haben. Ganz konkret, keine wirkliche Antwort auf die Frage, aber ich glaube trotzdem eine gute Idee. Ja, ich versuche es auch ganz kurz zu sagen. Also auf einen Punkt bin ich schon eingegangen, den möchte ich aber nochmal unterstreichen. Also die Ortsgebundenheit von uns im translokalen Handeln zu reflektieren und darin die eigene Rolle klarer zu bestimmen, ist, glaube ich, die Voraussetzung für ein geglücktes translokales Handeln. Sich nicht anzubiedern und zu denken, mit der Übernahme irgendwelcher rechter Diskurse würde eine linke Politik wieder mehrheitsfähig werden, sondern mit einer radikalen Gegenpositionierung aktiv zu werden und die auch begeistert zu vertreten, sei es den Fonds für Bewegungsfreiheit, der sozusagen also in einen Diskurs hineingewirkt hat, wo man eigentlich denken würde, das kann man doch jetzt nicht machen. Nein, genau so etwas muss man genau jetzt machen, um ein Gegenbild darzustellen und damit auch wieder eine Weltoffenheit, also in einem wirklich politischen Sinne zu erreichen, die diesen Rückzug, der auch durch Verzweiflung gespeist ist und nicht nur durch Desinteresse und Selbstbezogenheit, dem halt mit konkreten Beispielen etwas entgegenzusetzen und sich aber darin immer bewusst zu sein, dass man eben, wenn man eine, keine Ahnung, alternative Handy-Reparaturwerkstatt eröffnet, damit eben nicht die Welt rettet, sondern das immer zu verbinden mit einem globalen Denken, um es richtig einzuordnen, damit es nicht in diesem lokalen Handeln bleibt, sondern die Perspektive von globalen Veränderungsprozessen damit nie aus dem Blick geraten dürfen. Und dafür braucht es eben offene Räume des klugen Denkens und dafür werden wir dann auch weiter streiten. Ich habe absolut nichts mehr hinzuzufügen, aber ich möchte mich sehr bedanken bei euch. Und
Ja, es gibt jetzt eine halbe Stunde Pause bis 16.15 Uhr und dann geht es damit weiter, wie es auch ganz anders geht, nämlich mit Inseln der Vernunft. Vielen, vielen Dank.